So. Oh, er nutzt es und schickt es zu mir, ne? Natürlich. Du Drecksack. Nein? Nein. Wahnsinn. Alles okay. Klar. Wenn er meint. Naja, vielleicht denkt er, dass ich gewinnen würde. Und bei Waluigi, wie ist es da? Wir werden das Spiel angeblich, also wir werden das Spiel wahrscheinlich nicht sehen, sondern gleich das Ergebnis, weil ich habe ja eingestellt, dass Computer-Minigames nicht gezeigt werden. What the fuck? Was ist das? What the fuck? Ist das ein Bug oder so? Was ist das? Okay, das Minigame hätte ich gerne gesehen, aber offensichtlich hat er sein Geld vervielfacht. Normalerweise kann man es ja verdoppeln oder alles verlieren und zu einer Wahrscheinlichkeit von, sagen wir, 3% seine Kohle ver64-fachen oder so. Und das hat er offensichtlich getan. Okay. Und gewonnen. Also den Münzstern bekommt auf jeden Fall. Ja, ich würde mal sagen, der Münzstern ist vergeben. So ungefähr. Wird auf jeden Fall schwer What sein, mehr zu bekommen. Fuck, das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Diese Mario Party ist spätestens jetzt nicht normal. Irgendwas ist hier gehackt oder so. Was? Ich habe das aber noch nie gesehen. Ich stecke nicht dahinter. Ich habe noch nie gesehen, dass man so viel Münz. Und jetzt klaut er sich wahrscheinlich unsere ganzen Sterne. Beim Buhu. Ja, stimmt. Der muss jetzt eigentlich nur noch zu den Buhus gehen. Ja. Das kann ihm doch alles scheißegal sein. Aber warte, warte. Die einzige Möglichkeit ist, dass jetzt Bowser kommt und sagt, nee, ich teile die Kohle auf alle auf. Bitte, bitte, Bowser, du geiles Schwein. Aber das ist nicht dabei. Das ist nicht dabei. Zieht ihm nur ein Komm, wir landen jetzt alle nur noch auf Bowser-Feldern und hoffen, dass das passiert. Boah, das wäre so geil. Die jede über 100 Münzen. Nee, was ist das denn? Abgefahren, ey. Unerklärlich. Ja, das muss man auch erstmal erleben, ne? Ich glaube, sowas kommt doch ziemlich selten vor. Also, dass es ein Secret-Item gibt, ist ja schon abnormal. Aber wir hatten zwei plus so eine Chose hier. Ja. Schade, dass der Bowser-Anzug nicht alles jetzt klaut, das wäre echt. Ist natürlich nichts Gescheites da, ne? Ja, es ist doch immer für den, der vorne ist. Ja, noch bin ich sogar Erster, was ziemlich lächerlich ist. Was habe ich noch übrig? 9. Dann probiere ich's. Also ich kauf's zumindest mal. Ja, du hättest auch die Raubtruhe kaufen können und... Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe sowieso keinen Plan. Muss ja auch erstmal von hier wegkommen. Der Anfang ist eigentlich der ziemlich große Shit. Man muss von hier wegkommen. Man muss nach oben oder wie? Ja, theoretisch. Oder sich halt von dem Zug wegballern lassen. Hm. Aber da ist ja diese fette Wump und ich glaube, der wechselt nur alle paar Runden. Oh, jetzt darf ich auch mal hier den Schmarrn machen. Ja, mal schauen, ob ich treffe auch nichts. Nee, nee. Aber den Ball will ich zumindest mal treffen. Ja. Das hast ja nicht mal du fertig gekriegt. Nee, ich hab's dreimal gespielt oder so. Boah, ich lach so, wenn du das auch nicht schaffst. Ja, ich treffe eh nichts. Aber ich will den Ball treffen, sonst bin ich depri. Ja, geht doch! Eine Raubtruhe. Passt! Dann werde ich das, was du mir eben geraten hast, ja doch noch tun können. Tja, dann sieht man halt den Skillunterschied, ne? Ist auch nur mega. Boah, fuck, ich will die Kohle von dem haben. Das gibt's doch nicht. Ja, cool, ich habe den Weg freigemacht. Bin ich nicht social? Gut Job, ja. Dafür musst du mir auch den Stern gönnen jetzt. Wo ist denn der eigentlich? Bei der ganzen Chose, die hier abgeht, habe ich null Ahnung, wo der Stern gerade ist. Ja, irgendwo. Oh, das kann man eh nicht gewinnen, weil man macht nur einen Fehler. Wenn man keinen Fehler macht. Ja, aber das passiert einfach aus. Weil man einfach zu viel will. Und vor allem dieser dumme, dreiste Cheap-Cheap, ne? Der. Ich mag diesen Fisch nicht. Ich habe alles perfekt und beim dritten falle ich runter. Nein, wegen 5 Metern, nur weil ich kurz gewartet habe. Ich habe extra gewartet, weil der Cheep-Cheep mich jedes Mal verarscht. Und das Warten hat mich jetzt den Sieg gekostet. Toll. Ja, dann ist es doch egal, wie ich es mache. Wenn ich renne, verliere ich. Wenn ich vorsichtig bin, verliere ich. Toll. Ja, vor allem, wer hat Wario oder Waluigi? Jetzt ist Wario, Geld bekommen. Wario. Das ist ja richtig scheiße hier, ey. Nee, also eins ist klar, der Waluigi muss seine Kohle verlieren, weil der kann damit so viel Müll machen.
Das hat sich voll gelohnt. Wieso kauft er sich denn nichts? So ein Trottel, der hat doch auch Geld. Dulli. Oh ja. Boah, vor dem habe ich jetzt richtig Angst. Und jetzt holt er sich seinen ersten Stern, weil der ist doch da unten, glaube ich. Ich glaube mich zu erinnern. Boah, dass er unten 10, war. Noch eine. Boah, was geht mit dem ab? Das ist nicht. Ey, hätte er noch eine 10, ich hätte den Raum verlassen. Ja, ich auch. Dann ist hier irgendwas gehackt, ohne Scheiß. Dann ist hier irgendwo, weiß ich nicht, verstehen Sie Spaß oder so. Ja, keine Ahnung, aber das würde ich dann nicht mehr glauben. Dann ist das hier gehackt. Also ich glaube, unsere Chancen, noch hier in dieser Party zu gewinnen, sind äußerst gering. Ja, ich finde es schon krass, weil hier so viele Dinge passieren, die einfach unrealistisch sind und ultra selten auftreten. Und das vor allem alles gleichzeitig passiert. Ja, ne. Was kommt denn noch? Keine die anderen Ahnung. Secret Items werden wir wahrscheinlich auch noch sehen. Ja, der klaut als die nächstes. Uhr oder sowas. Jetzt holt er sich eine Geisterglocke, oder? Nee, geht's zum Glück nicht. Ein Schlüssel. Ah, aber geht's zum richtigen Beruf, fuck. Ja, ich bin am Arsch. Oder war der nicht oben der richtige Beruf? Ach, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Nee, bist du doch nicht. Weil, schau, der wird abge... Und den Fragezeichen bekommt er wahrscheinlich auch noch, weil er war schon voll oft auf Fragezeichen. Ist das zu fassen? Siehst du das? Hm? Was? Er ist direkt vorm Stern. Echt? Ja. Das gibt's doch nicht, ey. So bitter. Ach komm, ich bin eh eine arme Sau. Wieso tust du mir das immer an? Wir spielen jetzt um Platz 2. Ja, toll. Ich sag doch, ich werde nur verarscht. Wir haben auf jeden Fall verloren. Also Waluigi, ich weiß nicht. Komm, würfel eine 1. Das hättest du. Und du sagst, dass ich vom Spiel supported werde. Schau den Waluigi an. Ja, toll. Ich werde voll gemobbt vom Spiel. Oh Gott. Nein. Oh nein. Super gemacht. Applaus. Du bist so ein Dulli. Ja gut, du kannst ja bestimmt mit dem Zug wegfahren. Und man kann ja auch manuell halt, wenn man Geld manuell hat. Manuell. Man muss halt nur 5 Münzen zahlen. Ne? Na schau, da bist du weg. Ist doch super. Oh, obwohl, diesmal fährt er in die andere Richtung. Toll. Ja, das wechselt sich immer ab. Einmal nach rechts, einmal ja, nach links. Ja, ich habe halt extrem viel Glück wieder. Ich weiß. Uiuiui. Ui, ui. Und so einen super sozialen Freund. Dem ich am liebsten den Hals umdrehen würde, so gleich hier und jetzt. Gavante Regatta. Ja, aber wenn... Was muss man da machen? Ich hab... Ach, oh Gott, nein. Das war, nein. Du kennst es doch. Nein, ich will das nicht spielen. Ich mach da nicht mit. Du musst, was ist denn dein Steuerungsproblem? Du musst A drücken und dann nach links. Wo ist denn das Problem? Ja, es geht bei mir nicht so. Es ist doch ganz normales Racing. Also ja, bei mir ist die Steuerung verkrüppelt. Du hast die so extra verbuggt anscheinend. Ja. Wie die ganze Party. Ist klar. Ja, und schau, was der macht. Dann hätte ich mir aber die ganzen Secret Items gegeben und vor allem das Geld. Ja, du machst es extra, damit es nicht so auffällt. Ja, klar. Ja, komm, sonst ist es zu offensichtlich, dass... Wie soll denn das gehen? Schau. Ich bin doch kein Hacker. Ich fahre anders rum. Keine Ahnung von nix. Ich fahre rückwärts ins Ziel. Hau ab da. Was aus meiner Zeit? Bist du erster momentan? Ja, klar. Bam. Ach, komm. Ich hab nur 3 von 5. Ne, 4. Also ich muss halt noch versuchen, den Minispielstern zu kriegen, ne? Weil die anderen beiden sind ja besetzt. Aber gilt es eigentlich auch als Minispielstern, was der gemacht hat? Nee, weil warum? Der hat doch so ein... Ach so, nein, der nein, hat nein. doch ein... Ja. Nicht? Ja, das wäre halt noch dreister, ne? Ach, der ist so dämlich. Und dann sagst du, im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Danke, dass du es gesagt hast. Ja, das wäre dir eh aufgefallen. Ja, wahrscheinlich, aber ich habe jetzt echt gerade gar nicht drauf geachtet. Super, genau das brauche ich. Boah, der hat schon 2 bzw. 4 unsichtbar. Können dir nicht irgendwas Schlimmes zustoßen oder so? Na, ja, toll und. Ja, ich krieg ihn mit 3 Münzen. Super! So. Na komm, nimm dir deinen Scheiß.
Waluigi. Scheiße, ich dachte, ich verwirr dich. Naja, vielleicht kommt einer noch auf Chance Time und... Ja. Stimmt, das wäre auch eine Option, hier noch alles zu richten. Ja, ja, ich weiß. Na, so langsam sollte der nächste Mal das dritte Top-Secret-Item finden. Ja, ja, ich weiß. Ja, genau, nimm mir noch alles ab. Ja, wenn man von hier unten nicht wegkommt, dann ist das Brett scheiße, das stimmt natürlich. Das hätten die vielleicht besser lösen sollen. Aber jetzt bist du weg. Gott sei Dank. Immerhin bin ich schon an viele Fragezeichen gegangen. Das könnte ja was Gutes heißen. Komm, Flusspirat. Zum Glück, ey. Lampenfieber. Hat man... Hä? Ach so. Ja, toll, da kann... Also kannst du bewegen und halt tauchen. Ja, aber eigentlich brauche ich gar nichts zu machen, weil... Wir hatten ja, es hängt ja schon von den Computern ab. Je nachdem, wie dämlich die sind. Na toll. Weil, wieso taucht er wieder da direkt auf? Ja, du kannst dich doch bewegen. Ja, aber hat er nichts gemacht. Ich habe voll nach unten gedrückt. Ja, kann man als Einzelspieler eh nicht schaffen, von daher. Ich weiß. Zacke, das Balancing ist manchmal echt blöd. Vor allem, wenn das nur menschliche Spieler sind. Da braucht man eigentlich gar nichts machen. Oh. Boah, ihm fehlt eine Münze, ey. Ja, so der kann man es ja natürlich auch machen. Oh Gott. Ey, komm, jetzt so minus 120. Ja. Na, leider wird es nicht prozentual entschieden, sondern es ist halt festgelegt, dass es meistens so 20 bis, was weiß ich, 28 sind. Der denkt sich, ja, scheißegal. Ja, das denkt er sich echt. Das ist dem so wurscht, ey. Was wollt ihr von mir? Boah, also wenn irgendjemand noch gegen den gewinnt, ne? Dann ist das aber ein richtiger Skill, ja. Und der kriegt jetzt noch Geld, ne? Auf der Bank. Weil er jetzt auf die Bank landet, nicht? Nee, wo ist... Doch, zwei noch. Nee, ja, und... doch, drei. Echt? Keine Ahnung, werden wir sehen. Das ist ziemlich scheiße, weil ich hätte den schon jetzt auch so bekommen können. Aber nein, der Typ musste ihn sich krallen. Ja, doch nicht. Ja, es wäre auch noch zu gut gewesen. Unfassbar. Da, wenn ich genug Geld schon hätte, ne? Anscheinend nicht, nein. So, und ich notiere Box Nummer 4. Was ist da los, Mann? Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. So, soll ich jetzt nochmal zum Itemladen gehen? Ja, die nächste Zauberlampe. Warum nicht? Sehr gut. Ja, super. Na, Waluigi. Ich bin doch noch eine Konkurrenz, oder? Du Arsch. Mit meinem schönen Geld. 1, 2, 3, 4, 5. Nope. 1, 2, 3, 4, 5. Yep. Du willst auch auf die Fragezeichenfelder. Ja, irgendwie muss ich mich zurückkämpfen, oder? Ziemlich brutal, was hier abgeht. Ja. Na kommt's, Leute. Ich will noch die anderen Secret Items sehen. Für die Uhr müssen wir uns beeilen, weil die kann man nur einsetzen, wenn halt noch nicht die letzten 5 Runden sind, ist klar. Hui, ein Item. Aber du hast immerhin einen Stern von der Box bekommen, ne? Toll. Also, du bist ja nicht ganz abgemeldet. Nö, nee, man hat mir nur mein ganzes Geld geklaut. So, und jetzt? Einfach auf A drücken. Ja. Das ist eh nur scheiß Zeug dabei. Eine Raubtruhe für deine Zauberlampe, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie bekomme. Ich denke, du schaffst es. Ja, gut, ich weiß aber ja nicht mal, bei was für einem Timing man da. Ja, es kommt aber nah ran. Jo, was du schaffst. Ja, cool. Mist. Irgendwie musst du es ja zurückbekommen. Sind in einem Team. Ah, wieder dieses Ausweichen.
Werden wir ja wohl schaffen. Hoffentlich. Letztes Mal war es ja ganz knapp, wo wir das geschafft haben. Was machst du? Oh, scheiße. Ja, gewonnen. Sehr gut. Das Wichtige ist halt, dass man sich nicht versucht, gegenseitig zu verwirren. Hm. Aber es passiert leider. Deswegen sollte man nicht auf die Charaktere schauen, sondern halt immer auf die Hindernisse, wo die Münzen sind. Ja, aber wir haben jetzt nämlich 15 Münzen gesammelt. Mhm. Das ist gut, weil jeder ist halt auf die andere Richtung gegangen. Oh, komm, 50 oder so. Aber Luigi denkt sich, das sieht mich nicht. Ja, bei mir ist halt alles wieder... Och nein. Tschüss, Geld. Ja, jetzt habe ich wieder null, ne? Da ist die Kohle wohl weg. Wahrscheinlich spawnt es so wie beim letzten Mal da so. Meine Hoffnung auf einen Gewinn liegt bei 4%. Scheiße. Nein! Du bist auch schon weg. Ja, ja. Ich gar nicht mehr. Aber es ist auch so schwer, ey. Komm. 4%, wie gesagt. Ich glaube, niemand gönnt es dem Waluigi, oder? Nein. Niemand. Ich kenne es ehrlich gesagt keinem außer mir. Ja, aber er ist halt schneller, ne? Jetzt war. Ja, halt die Klappe. Der Spruch musste ja noch sein. Hat 52, ey, komm. Das ist doch nicht zu fast. Jetzt bin ich wieder bei 0. Was hat er nur vor? Durchdrehen. Aber komplett. Komplett durchdrehen. Er ist geisteskrank. Hast du überhaupt genug Geld? Ja, ja. Deswegen habe ich das ja so gelassen genommen. Immerhin hast du Geld. Hätte er nicht diesen Ultra-Gewinn gehabt, dann hätte ich den Münzstern, aber so. Außerdem hat der Waluigi auch in anderen Spielen schon gewonnen, ne? Was auch noch eine Möglichkeit ist, selbst relativ viel Geld zu bekommen, dann ein Duell mit ihm zu machen, so um 200 Münzen. Also, ja. Dann vielleicht hat man noch was. Das würde sich vielleicht lohnen, ja. Aber naja. Nicht mal eine so schlechte Idee. Oh, jemand darf Chance haben, das ganze Geld von Waluigi. Natürlich, Chance haben, die ganze Kohle rüber. Geht natürlich ja, auch. Ja, das war so geil, ey. Wäre in der Tat ja, nice. Komm jetzt auf mit deinen Fragezeichen. Ich will da keine Konkurrenz, ey. Wieso denn du? Er ist doch 50 Mal draufgelandet. Ich 40 Mal und du 30 Mal. Gefühlt ungefähr. Dum, 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 ba, ba. Ach komm, warum? Willst du ernsthaft, dass er gewinnt, oder was? Ja, ich will nicht, dass du gewinnst. Ich kann diesen Hass nicht verstehen. Ja, aber du hast auch mir auch voll viel geklaut und nichts gegönnt und... Was heißt nichts gegönnt? Ich habe die Chance genutzt. Ich habe jetzt nicht so gesagt, ich muss dich töten, ey. Ja, aber gefühlt war das so. Das denke ich mir nämlich beim Waluigi, weil der ist richtig krass drauf. Guckt euch den Spinner an. So, das nächste Mega-Item kommt jetzt wahrscheinlich. Oder auch nicht. Was? Gar nichts. Toll.
Da warst du zu gierig. Ja, manchmal bekommt man auch eine oder drei. Das habe ich ja auch schon mal gesehen. So ist es. Sagt man mal, was man will und dann sowas. Du bist zu gierig. Bin wenigstens ehrlich.